Ja, meine Lieben, herzlich willkommen. Heute sind wir in Hofen, Landkreis Neumarkt, auf einem Mittelalterfest. Und was einem da so alles geboten wird, möchte ich euch die nächsten paar Minuten noch mal ein bisschen näher bringen. Meine Lieben, da entstand aus Tirschenreuth. Schaut euch das an. Ist doch schön. Und ich möchte sagen, Preis-Leistung stimmt. So, meine Lieben, jetzt sind wir da zu Gast bei einer Berufsschule aus Wunsiedel. Die sind tatsächlich richtige Steinmetze. Und ja, wenn man sieht, es hat sich da an dem Handwerk die letzten paar hundert Jahre nicht viel getan, denn Stein bleibt Stein. Natürlich könnte man da viel mit Maschinen machen, aber in der Berufsschule wird es dann nur richtig schön geschult, so wie sich das gehört, von der Pike auf. Ganz tolle Sache, dass das Handwerk nicht ausstirbt. Authentisch da über der Kohle gebraten, herrlich, ne? Die netten Herrschaften da sind aus Chemnitz und jetzt schauen wir uns da mal eine, die fertigen Ergebnisse an. Ja, wenn das keinen Appetit macht, weiß ich es nicht. Natürlich darf euch ein Kinderkarussell nicht fehlen und handbetrieben, also eine sehr, sehr schöne Konstruktion, wie ich finde, und es ist möglich, dass das eine schweißtreibende Arbeit ist. Jawohl, da wird jetzt gedreht per Hand. Und los geht's. Also meine Lieben, schaut mal her, Feuerbrot, das fertige Ergebnis und natürlich standesgemäß produziert, nur frisch, herrlich. Also das Wetter schaut jetzt gerade nicht so gut her, aber am Mittelalterfest interessiert es gar keinen. Und schon gar nicht den Heidegger Trommelhafen, weil der haben wir jetzt gerade eingewilligt und spielen jetzt extra für uns da am Meierleid. Schön. Ihr seht's, meine Lieben, das Wetter ist jetzt nicht so der Burner, aber wir sind unter Dach. Und zwar da, Markus, der Metmönch. Und er sagt, Met ist seine Spezialität. Und wir trinken jetzt, was haben wir ausgemacht? Waldbeer-Vanille-Met. Ja, dann, ich darf bitten. Los geht's. Kriege ich jetzt da eingeschenkt, ne, schön, aus die Ballons. Und ihr seht's. Ja, die Auswahl ist gegeben. Also, wenn es nach mir geht, es könnte noch länger regnen. Also, wir kriegen den Tag da herin auch ganz, ganz leicht um. Oh, schau mal. Ja, ich sag schon mal Dankeschön und Prost. Merci. Skull. Jetzt da am Stand vor KW30 hinter die Kulissen. Aus dem Eisentopf und schaut euch einmal die Leckerei an. Ja, also wer da keinen Appetit kriegt, hat mir leid, mit dem stimmt was nicht. Also meine Lieben, wir schauen uns jetzt einmal das an, wie aus dem Pork, das Pulled Pork oder aus der Zuchtel, eine gerupfte Zuchtel wird. Und das macht man dann nämlich, da schaut ihr, so ist Fleisch. Hä? Genau, ganz, ganz locker. Leider gibt es noch kein, es gibt YouTube Premium, aber es gibt noch kein Geruchs-YouTube. Schade, also das ist schon was Feines. Und, da genau, das da ist übrigens die Maria-Empfängnis-Mischung, also da geht voll was. Also würzige Geschichte, ich finde das herrlich, rein vom Geruch her schon. So werden da was gemacht, so schade, zupft das sauer aus den Dutch-Öfen.
Naja, Freunde. Und ich möchte behaupten, was kostet so ein Semmel überhaupt? 8 Euro. 8 Euro. Und da ist aber, ne? Also es wird einem richtig was geboten. Schaut mal, das Semmel ist ja da schon riesig. Na, fein. Zu Hause angekommen, ein sehr facettenreiches und gelungenes Fest. Nicht nur von der Unterhaltung her, sondern auch kulinarisch. Also wow, und ich wollte jetzt nicht wirklich in jedes Lager und an jeden Stand halten. Es hätte noch vieles, vieles mehr gegeben. Also wenn ihr Lust habt, dass ihr das einmal besucht, dann kommt doch da nächstes Jahr vorbei. Die sind bestimmt recht glücklich über jeden Besucher. Nicht, dass sie es nötig hätten, im Gegenteil. Da war jetzt richtig was los. Vor allem auch, wenn man überlegt, wie das Wetter ist. Es hat ja am Samstag nicht von oben nach unten, sondern von links nach rechts geregnet. Aber nichtsdestotrotz, also da ist schon was geboten gewesen. Und ich bin mir relativ sicher, dass das nächstes Jahr wieder stattfindet. Also wer da Lust hat, Termin schon mal vormerken. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Bleibt's, meine Freunde. Servus.